Servus Leute, ja, ich will euch heute den zweiten Teil von Angel Fall vorstellen. Ja, ich will trotzdem ganz kurz auf den ersten Teil Angel Fall beziehungsweise ja, Nacht ohne Morgen, Angel Fall, das sind einmal das Hardcover und einmal die neue Taschenbuchausgabe. Ich musste es mir natürlich in der Taschenbuchausgabe nochmal holen, da die Reihe wohl als Hardcover nicht fortgesetzt wird. Und dementsprechend habe ich mir eben das Buch, um das es heute geht, ja, Tage der Dunkelheit aus dem Heine Verlag, kostet 9,99 €, habe ich mir nochmal geholt, eben, also dieses hier nochmal. Und ja, ich brauche eben das in einer Version. Und nur mal, dass er vielleicht, falls er jetzt dieses Video hört und das Buch noch nicht gelesen habt, lese ich euch ganz kurz mal das hier vor. Das Ende der Menschheit ist nah. Zerstörte Städte, rauchende Trümmer und verängstigte Menschen, die von Schatten zu Schatten huschen. 6 Wochen nach der Apokalypse gehören diese Bilder zum Alltag, ebenso wie die Engel, die jetzt über die Erde herrschen und die wahllos Menschen entführen. Doch als sie die kleine Schwester der taffen Penryn verschleppen, beschließt diese zu kämpfen und ihre Schwester zurückzuholen, koste es, was es wolle. Tja, das mal zur Einleitung. Die Engel haben die Welt erobert. Warum? Weiß keiner. Sie haben große Verwüstungen angerichtet und bringen Tod und Verderben über die Menschheit. Ja, und Penryn ist mit ihrer kleinen Schwester und ihrer Mutter auf der Flucht. Und im ersten Teil wird eben ihre kleine Schwester entführt von Engeln. Warum? Weiß auch keiner. Und da lernt sie den Engel Raphe oder Raphael kennen und ja, erlebt dann eben hier Abenteuer und befreit ihre Schwester und ja, durchsteht Abenteuer mit Raphe. Tja, so viel mal dazu. Hier in dem Buch geht's weiter. Also ich denke mal, ihr habt diesen Teil ja schon gelesen und wisst, dass Penryn am Ende dieses Teils, für alle, die das Buch noch nicht kennen, jetzt abschalten. Ja? Das, ja, okay, abschalten, okay. Dass Raphael oder Raphe eigentlich denkt, dass Penryn tot ist und ihre Familie, ihre Schwester und alle anderen denken das eigentlich auch. Und sie ja, fahren mit dem angeblichen Leichnam von Penryn, mit dem Widerstand, mit dem Auto, mit dem Truck, irgendwo eben in ein Versteck. Penryn ist aber von einem dieser Skorpionviecher-Engelmonster gestochen und betäubt worden und bekommt eigentlich wie so eine gelähmte, wie so eine Art Zombie, bekommt es eigentlich alles noch mit, was passiert, kann sich aber nur nicht bewegen, sie ist gelähmt und wirkt wie tot. Als sie dann aber wieder zu sich kommt, sind erstmal alle total überrascht und erstaunt. Oh Gott, die Tote wacht wieder auf, so ungefähr, aber die kann dann das schon erklären, dass sie eben von diesem Stachel gestochen wurde und das Gift sie so weit betäubt hat. Ja, und nun sind sie dann in dem Versteck des Widerstands. Und ja, das ist alles nicht ganz so einfach, weil ja ihre Schwester nicht mehr dieselbe ist. Sie hat ja so ganz komische Operationsnarben, wirkt ganz komisch, hat ganz spitze
Raubtierzähne. Sie ist eben von dieser Engelswissenschaft, Medizin oder was, irgendwie verändert worden und keiner weiß genau, was passiert ist. Sie ist eben mit den Rebellen hier zusammen und trotz allem schafft sie es nicht so wirklich, das Ganze auf die Reihe zu bringen, denn ihre Schwester ist ziemlich seltsam und das kommt dann zum Eklat auch so, das kommt so weit, dass ihre Schwester dann abhaut. Wir kennen ja Penryn, die will natürlich ihre Schwester wieder zurückbekommen und begibt sich natürlich in die größten Gefahren. Wird dann zusammen mit ihrer Mutter auch dummerweise wieder gefangen genommen von irgendwelchen Engeln und Monstern und kommt dann in eine Art, nicht nur in eine Art, sondern eben in Gefängnis und mehr will ich jetzt gar nicht dazu sagen. Ich habe, glaube ich, schon zu viel gesagt. Der Anfang war das jetzt eigentlich. ist noch echt toll und wirklich, wirklich spannend. Eigentlich genauso wie eben die Nacht ohne Morgen, der erste Teil. Nur dann lässt einfach ein kleines bisschen nach. Die Spannung wird aufgebaut und du hast das ist wie wenn du einen Bogen spannst und hältst einfach zu lange. So, wisst ihr, dann musst du einfach wieder nachlassen, denn du kannst den Bogen nicht ewig gespannt halten. Und das passiert irgendwie ein bisschen hier im Mittelteil. Obwohl es trotzdem noch mit Action und Ding und alles ist, aber es fehlt einfach ein bisschen was. Das ist nicht viel, das macht auch nicht viel aus. Das ist Kritik auf echt höchstem Niveau, weil das Buch und die Story wirklich, wirklich richtig gut ist. Als dann, ich sag's mal so, als derjenige, der fehlt in der Story, bis zu dem Zeitpunkt, wieder auftaucht und wieder da ist und wieder mitmischt, ab dann ist das alles wieder endgenial. Diese Synergieeffekt zwischen diesen Charakteren ist einfach so cool, so toll, dass das so mitreißt und du dann wirklich, dass es dann wieder so einen unglaublichen Lesezug hat, also dass du wirklich nimmer aufhören kannst zu lesen, weil du unbedingt das weiter so schnell wie möglich wissen willst, was passiert jetzt. Und das hast du ab dem Zeitpunkt wieder und das macht den kleinen Hänger im Mittelteil bei weitem weg. Ich kann es nur empfehlen. Ich bin ein absoluter Fan von Angel Fall, von dieser Reihe. Ich kann nicht die 15 Punkte geben wie hier. Ich gebe diesmal 13 Punkte. Meckern auf hohem Niveau. Weniger will ich nicht geben, weil ich würde das trotzdem noch als 5-Sterne-Buch einstufen und bis 13 Punkte sind es einfach noch 5 Sterne. Aber deswegen habe ich ja dieses Punktesystem bei mir eingeführt, um es
zu verdeutlichen, weil es eben immer noch Unterschiede gibt. Ja, eben hier nur 13 und beim ersten Teil sind es eben 15. Ja, absolut empfehlenswert, geniale Geschichte, muss man eigentlich echt gelesen haben. Das ist auf jeden Fall mal eine andere Engelsgeschichte. Boah, also blutrünstig, ne? Aber geil. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.